Christoph, Russland hat erneut das Wehralter erhöht. Was steckt dahinter? Das ist tatsächlich ein bedeutender Schritt, wie du richtig sagst. Russland hat das Wehralter erhöht. Das war 18 bis 27 und ab dem 1. Januar 2024 wird es 18 bis 30 Jahre sein. Das gibt natürlich Wladimir Putin zusätzliches Potenzial. Das heißt, wenn er es brauchen sollte, kann er natürlich erheblich mehr Männer einziehen zum Wehrdienst. Und neben diesem Gesetz gibt es jetzt da auch noch einige Verschärfungen. Das heißt, wenn man einen Einberufungsbescheid bekommt und dann nicht beim Kreiswehrersatzamt auftaucht, dann kann es Strafen setzen bis zu 30.000 Rubel. Das ist sehr viel Geld hier für junge Männer in der Provinz. Entspricht rund 300 Euro, für uns in Deutschland überschaubar. Aber in der russischen Provinz verdienen junge Leute häufig nicht viel mehr als 25, 30, vielleicht 40.000 Rubel im Monat. Und interessant ist vielleicht auch noch eine Anmerkung des Chefs des Verteidigungskomitees in der Staatsduma, Andrei Kartapolov. Er hat gesagt, dieses Gesetz wurde erlassen für einen großen Krieg, für eine Generalmobilmachung. Und im Augenblick, so Kartapolov, rieche es nach einem großen Krieg. Christoph, Dankeschön nach Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.